Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im nächsten österlichen YouTube-Video. Ostern, oh Wahnsinn, es geht mit Riesenschritten auf Ostern zu und ich habe so viele Ideen und ich habe auch so viele schöne Ostersachen. Und ich zeige euch jetzt einfach wieder eine ganz tolle Idee nach der Intro. Ich habe hier ein paar schöne Blumen mitgebracht, aber die lege ich jetzt mal kurz hin, weil ich muss mal so einen ganz kleinen Ausflug mit euch machen zum letzten Video. Wir haben im letzten Video, ja, wenn ich mal hier hintergehe, wir haben ein Nestchen-Video gemacht und wir waren Nestchen verliebt. Wir haben ganz viel, ja, die Basis für ganz viele Nestchen gemacht. Man könnte meinen, hier die Vögelchen wären alle anwesend gewesen. Ja, und haben dann Nestchen aus Mühlenbeckia, Nestchen aus Gras, Nestchen aus dem Kräuterbeet und haben dann also viererlei Nestchen gemacht. Und ja, es lohnt sich also das Video von letzter Woche anzugucken, entweder zum selber machen. Ja, da zeige ich euch natürlich, wie es geht, wo ihr die ganzen Zutaten bekommt oder wo ihr die sammelt. Die Drähte sind natürlich wichtig, die kann man nicht selber machen. Ja, und dann sind diese Nestchen aus Gras oder aus Birke. Ja, das ist jetzt das Birkenreisig aus dem Hof, das nach dem Sturm öfters mal einfach runterfällt. Oder ein Nestchen aus Weide, passen dazu natürlich in Orange so schön, in Natur und Orange die Wachteleier. Das ist jetzt ein Nestchen aus Spinosa, könnte auch genauso aus dem vertrockneten Thymian vom Kräuterbeet gemacht werden. Und ja, das sind so die viererlei Nestchen. Ich finde es herrlich, ich liebe sie. Ja, und Nestchen ist indirekt auch ein bisschen das Thema heute, weil ich möchte euch gern zeigen, wie man einen Strauß mit einem Nestchen macht. Und das ist natürlich dann ein zauberhaftes Ostergeschenk. Und dazu habe ich mal schöne Blumen aus dem Laden geholt. Ich bin ja bekennender Nelken-Fan, wie ihr alle wisst. Und Nelken, bei denen darf man auch so ein bisschen Geburtshilfe leisten. Das heißt, die kann man so schön öffnen. Und Nelken, also mit ihren zarten, fädrigen Blütenblättern, die sind auch nicht so empfindlich wie manch andere Blüten. Weil eine Rose zum Beispiel, die dürfte ich nie so öffnen. Und bei einer Nelke, da darf ich auch ein bisschen nachhelfen, dass die im Strauß ganz toll erblüht. Ich zupfe hier auch immer die Blätter alle ab. Eine Nelke muss man ein bisschen zart anfassen, weil die bricht in den Knoten sehr schnell. Und wenn dann, zack, geht es dann in den Knoten. So ist es dann, ja. Und man sollte die auch immer zwischen den Knoten schneiden, ja. Nicht im Knoten, weil dann bekommt die nicht so gut Wasser, sondern immer zwischen den Knoten. Ich zeige es euch jetzt hier unten, weil da unten, das brauche ich nachher nämlich nicht mehr. Ich mache also alle Blätter ab, weil Blätter im Wasser sind nicht gut, da halten die Sträuße nicht so lang. Das ist ganz wichtig. Macht bei den Rosen auch alle Dornen, die Blätter ab. Und dann, so, hier sind auch immer noch so kleine Dornen, die müssen natürlich auch weg. Und dann fange ich mal an, Sträußchen zu binden. Ich habe nämlich noch so schönes, kurzes Grün gesammelt. Und hier habe ich also auch noch, das ist eine Inka-Lilie oder auch Alstromerie. Und das sind Blüten, die halten ganz, ganz toll. Und kürzlich hatte ich auch einen Kunden Strauß gebracht. Und dann habe ich nach ein paar Tagen habe ich den Strauß wieder gesehen. Ich glaube, das war eine Woche. Und danach waren die
da waren dann die Rosen kaputt. Und was noch schön war, waren die Inka-Linien. Da habe ich auch gesagt, Wahnsinn. Also es ist doch immer wieder das Gleiche. Es sind bestimmte Blumen, die sehr gut halten. Und da ich diese Blumen kenne, versuche ich natürlich auch genau diese Blumen vermehrt meinen Kunden anzubieten, weil ich möchte ja auch, dass meine Kunden lang Freude haben an den Blumen. Ich habe hier noch so ein bisschen kurzes Grün gesammelt, das für so ein Sträußchen wunderbar ist. Ich putze hier trotzdem, mache immer noch Blätter ab, die so weiter unten sind, wo die ins Wasser kommen könnten. Und ansonsten, Wasser ist ja auch immer ein ganz interessantes Thema. Hier sieht man zum Beispiel, dass die zwei so hoch stehen, dass ich die garantiert gleich nicht brauchen kann. Wasser ist auch ein ganz interessantes Thema, weil ja viele einfach zu wenig Wasser in die Vasen machen. Und wenn es nicht gerade Tulpen sind, dann ist es doch sinnvoll, die Vase zu zwei Drittel mit Wasser zu füllen. Und was ich kürzlich auch, hatte ich ja auch im Video erzählt, man sollte die Vase so sauber halten, als ob man den Kaffee oder Tee draus trinken wollte. Das wird leider nicht immer so beachtet. Und dies alles fördert auch sehr die Haltbarkeit der Schnittblumen. Was natürlich auch sehr fördert ist, wenn man die nachts kühl stellt. Und was auch für die Haltbarkeit sehr gut ist, ist, wenn Sträuße recht kompakt gebunden werden. Die halten besser als Sträuße, die so sehr lang und sehr luftig sind. Aber auch hier, es gibt nicht so Standardregeln. Ja? Es kommt doch auf die Blüten drauf an, auf die Art der Blüten. Und zum Beispiel eine Dahlie hält nie so lang wie eine Nelke. Ja? Das ist einfach der komplette Unterschied. Ja, ich binde jetzt hier so ein kleines Sträußchen. Und mein Plan ist, weil das natürlich österlich sein soll, mache nebenher auch, wie man sieht, zupfe ich einfach mit einer Hand immer die ganzen Blätter ab, die sonst ins Wasser kommen würden. Wenn ihr noch nicht so oft einen Strauß gebunden habt, dann macht das mit den Blättern vorher und nicht während dem Binden wie ich, weil dann hat man sonst, man braucht da schon ein paar freie Hände. Ich lege alle Blüten in der Spirale an, sprich die Stiele zeigen immer alle in eine Richtung. Und der Grund ist zum einen, dass keine Stiele abgequetscht werden und zum anderen ist ganz wichtig, dass wenn ich Blüten einfüge oder rausnehme, dann kann ich das natürlich ganz anders machen, wenn ich in der Spirale binde. So, was ist noch wichtig im Strauß? Wichtig ist immer zu gucken, dass die Blüten höher oder dass das Grüne nicht die Blüten verdeckt. Ja, manchmal zupfe ich dann einfach mal, wenn ein Blättchen mir zu viel ist, ich zupfe das raus oder ich schneide es ab. Und ganz schön ist es natürlich auch, wenn die Sträuße so in einem kleinen mit Blättern umrandet sind. Hier nehme ich jetzt eine Aralie. Das ist ein sehr schönes, exotisches Blatt. Die kommen immer ein bisschen angestaubt aus dem Großhandel. Die sind dann nicht so sauber, wie wenn wir sie binden. Lege die Aralie hier unten an den Strauß an. Und Aralie sollte man trotzdem ein bisschen stützen. Das kann man entweder machen mit Kirschlorbeer oder mit Salal. Salal ist ein Grün, das wir tatsächlich im Großhandel beziehen. Ich suche gerade mal ein schönes Salalblatt für euch. Das ist Salal, ja, Moment, ich muss den trennen von den anderen. Das ist Salal, den kann man also auch hier so unten anlegen. Oder wenn ihr sagt, oh, ich habe gerade kein Salal, dann kann man es genauso auch mit Heidelbeere machen. Schön ist es einfach, wenn die Randblätter gut abgestützt sind. Und dann ist es immer eine schöne Straußumrandung. So, ich nehme drei Aralienblätter, dann kann ich sehr schön rundum arbeiten. Man kann ein bisschen sparen, kann auch zwei nehmen,
Aber 3 ist natürlich optisch die schönere Lösung. Und ja, und stütze hier einfach mit meiner Heidelbeere. Ja, und ich habe auch schon manchmal gesehen, also es kann, muss nicht, dass die Aralie nach ein paar Tagen einfach so ein bisschen weich wird und nach unten nappt. Und das ist natürlich dann nicht so schön. Und damit der Strauß so richtig toll, so richtig perfekt von der Form her bleibt, stütze ich den einfach ab. Und das ist auch der Grund, warum ich ganz gern bei manchen Sträußen, die ich so sehe, aus einer anderen Produktion, ich gucke die Sträuße auch ganz gern von unten an. Ja, und da sieht man auch schön die Technik. Das ist auch immer ganz, ganz interessant. Ja, und ich habe in dem Strauß natürlich auch noch ein schönes Plätzchen freigelassen für mein Nestchen, das ich jetzt auch noch hier reinmachen möchte. So, und hier habe ich jetzt theoretisch auch hier einen schönen Platz für mein Nestchen. Und man könnte jetzt natürlich den Heißkleber nehmen und es kleben, aber ich finde, es ist jetzt so hübsch und ich möchte es auch gern in den nächsten, ja, eigentlich wiederverwenden. Jetzt gibt es Drähte, Steckdrähte gibt es in schwarz, also diese schwarz geglühten, oder es gibt grün lackierte Drähte. Und da ich jetzt ja dieses Nestchen hier in den Strauß mache, und das Wasser nicht so schnell rostig werden soll, sollte man auf jeden Fall einen grün lackierten Draht nehmen. Ich gehe mit dem Draht durch das Nestchen durch. So, kommt schon auf der anderen Seite raus. Fasst den Draht hier zusammen. So, also ihr müsst genügend Zweige erfassen von dem Nestchen. Nicht nur so wenig. Das ist super. Ich mache auch gern Fehler vor der Kamera, um es dann besser zu machen im nächsten Anlauf. Und jetzt bin ich also durch genügend Zweige von diesem kleinen Birkennest durchgegangen, verdrehe diesen Draht, nehme den und stecke den Draht in meinen Strauß ein. So, ich spüre auch schon an den Händen, dass er unten rauskommt. Muss natürlich einen schönen Platz suchen. Ein bisschen aufpassen, dass die Rosen nicht verletzt werden, die Blütenblätter. Und habe hier also einen sehr, sehr prominenten, sehr, sehr schönen Platz für das Nestchen erarbeitet. Gehe jetzt erstmal her und schneide meine Stiele ab. So, wenn das dickere sind, braucht man so eine gute Schere. Da reicht dann auch, wie ich bei manchen Kunden so sehe, da reicht dann natürlich nicht die Haushaltsschere. Weil da könnt ihr dicke Stiele nicht durchschneiden und da braucht ihr einfach eine richtig gute Gartenschere oder eine richtig gute Baumschere, aber die auch gut genug schneidet, um die weichen Stiele ordentlich zu, ja, ich sag mal, wenn ihr die mal kürzen wollt. Aber der Anschnitt und der Schräganschnitt, der erfolgt dann immer mit einem Messer. Ja, also weder mit der sogenannten Bandschere, mit der mache ich nur den Bast ab, sondern da nehme ich tatsächlich ein scharfes Messer, mache den Anschnitt, mache den Anschnitt von den ganzen Rosen, dass die einen schrägen Anschnitt bekommen. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass die Rosen gut Wasser bekommen. Und ja, dann gibt es immer so die ganzen Regeln noch fürs Straußbinden. Ich habe es ja schon in vielen Videos erzählt. Die Bindestelle soll richtig schön fest sein. Man sieht auch, dass sie hier fest ist, der Strauß. Der fällt nicht auseinander, es soll von unten alles gut abgestützt sein, was jetzt in dem Fall auch ist, Gott sei Dank. Ja, und hier ist jetzt das Nästchen drin und wenn die Blumen irgendwann verwelkt sind und der Strauß nicht mehr so da ist, dann kann ich an dem Draht das Nästchen einfach rausnehmen und kann dann irgendwann sagen nach Ostern, oh, packt es jetzt gut weg und hebt es für nächstes Jahr wieder auf. Ja, wie ihr die Nästchen macht, das seht ihr in meinem Video von letzter Woche, da mache ich euch nochmal den Link dazu rein. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Straußbinden für Ostern und beim Gestalten der Nestchen. Ja, dann vielen Dank fürs Zugucken wie immer. Alles Liebe und Gute und bis bald von eurer Margit. Tschüss!